Hallo und herzlich willkommen zu unserem Workshop. Wir möchten euch heute unseren neuen Textildrucker vorstellen. Dieser ist ein sogenanntes DTG-Gerät, also Direct to Garment. Das heißt, wir können direkt auf das Textil raufdrucken, ähnlich wie wir das auch bei einem Papierdrucker machen. Dazu legen wir diesen Beutel, das Textil, einfach nur auf den Tisch rauf und der Druckkopf fährt mit der Tinte darüber und bedruckt unser T-Shirt. Wie das Ganze genau funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, zeigen wir euch jetzt gleich. Viel Spaß! Wir möchten euch zum einen zeigen, wie ihr direkt auf helle oder weiße Textilien drucken könnt. Zum anderen möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dunkle und schwarze Textilien drucken könnt. Dazu muss man das Textil entsprechend vorbehandeln mit dieser entsprechenden Vorbehandlungsflüssigkeit. Hier, das steht drauf, Pre-Treatment, das wird im Verhältnis 1:2 mit destilliertem Wasser vermischt. Und dann füllt man das in so eine Wanne, wird mit einer Spezialrolle dann vor dem Bedrucken auf das Textil aufgetragen und dann einmal mit der Heißpresse vorbehandelt, bevor es dann losgeht. Um erstmal nun mit dem weißen Textil zu starten, gehen wir hier an unser Gerät und nehmen einmal diesen Rahmen von der Platte ab. Wir legen dann unser Textil ein, streichen es möglichst glatt, dass es faltenfrei ist. Bei etwas zerknitterten Materialien kann man das auch einmal vorher bügeln. Und sonst wird das hier so eingespannt. Und wichtig ist, wie gesagt, dass es möglichst flach aufliegt. Und an allen Seiten, wenn möglich, in diesen Rahmen eingeklemmt wird. Also hier bei unserem Textil ist das an zwei Seiten der Fall, sodass das richtig schön eingespannt wird. Dann können wir zur Hilfe auch noch dieses Glattstreichgerät benutzen, um das Ganze noch etwas zu glätten. Unter dem Tisch ist die Höhenverstellung. Wir starten so weit oben wie möglich, beispielsweise auf Stufe 1. P steht für Papier. Der Drucker zieht den Tisch inklusive Textil ein und misst. Ist der Abstand zu gering, informiert uns der Drucker und wir passen die Einstellung schrittweise an. Umso näher die Patronen an dem Textil sind, umso besser ist am Ende das Druckergebnis. Startet also so nah wie möglich und entfernt euch schrittweise. Wir starten jetzt damit, die Datei in unserem Programm vorzubereiten. Das Programm, das wir nutzen, heißt Digital Factory und ist auf dem Laptop installiert. Oben im Reiter haben wir die Möglichkeit zu wählen, ob wir ein weißes T-Shirt, ein farbiges Textil oder ein schwarzes bedrucken wollen. Den letzten Reiter, White Only, könnt ihr dafür nutzen, um zum Beispiel eine Grundierung zu benutzen und im zweiten Schritt dann Farbe aufzubringen. Als nächstes nehmen wir uns unsere Datei, in unserem Fall eine PDF. Ihr könnt aber auch eine andere hochauflösende Datei nehmen und beziehen sie einfach per Drag and Drop in das Programm. Sobald die Datei geladen ist, sehen wir eine Vorschau auf der rechten Seite. Links ist unsere Druckwarteschlange. Wir können das Motiv nun in der Größe und Position verändern. Dazu klicken wir einfach mit der Maus auf das Bild. Unter diesem weißen Feld seht ihr auch die Möglichkeit, die Größe und die Position per Maße zu bestimmen. Achtet darauf, dass der Nullpunkt auf dem Drucker, auf dem Druckbett, immer vorne rechte Seite ist. Ich schiebe nun mein Motiv an die gewünschte Stelle, die ich mir vorher ausgemessen habe, und drücke nun auf Druckjob. Dadurch wird die Datei an den Drucker geschickt und der Druck startet.
So, wir haben nun die richtige Höhe eingestellt und können nun den Druckvorgang starten. Dazu drücken wir einmal auf den grünen Startknopf. Nun wird im Gerät über die vier Druckköpfe die Farbe auf das Textil aufgetragen. Es dauert in der Regel nur ein paar Sekunden, wie ihr hier seht, unser Textil ist fertig bedruckt. Wir können nun diesen Rahmen wieder abnehmen, unser Textil von der Plattform nehmen und sehen direkt das schöne Ergebnis. Um das Ganze jetzt noch zu fixieren, müssen wir es in die Heißpresse einlegen. Diese haben wir im Vorfeld vorgeheizt auf 170 Grad und da wird es nun eingelegt. Wichtig ist, dass ihr das Ganze mit einem Tuch, also mit so einer Silikonmatte oder Backpapier abdeckt. Dann wird das Ganze bei 60 Sekunden bei 170 Grad gepresst. Bei dieser Heißpresse ist es so, dass es nach der Zeit dann einen Piepton von sich gibt und wir dann manuell die Heißpresse wieder lösen müssen. Einmal auf den Startknopf drücken und der Timer zählt runter unsere 60 Sekunden. Dabei wird dann die Farbe, die gerade auf das Textil gedruckt wurde, fixiert, sodass es auch waschbar ist und man lange Freude an dem bedruckten Teil hat. Hier seht ihr nun das fertig bedruckte weiße Textil. Wir werden nun das Ganze einmal mit unserem schwarzen Textil machen. Dazu haben wir unsere Vorbehandlungsflüssigkeit mit destilliertem Wasser vermengt und werden nun mit dieser Rolle das gleichmäßig auf das schwarze Textil auftragen. Wichtig ist dabei, dass wir wirklich den kompletten Bereich damit einpinseln oder einrollern, der dann auch später bedruckt werden soll. Das gibt man ruhig recht großzügig hier rauf, sodass man es wirklich auf dem Stoff sehen kann, wo man bereits gerollert hat und wo dann die Vorbehandlungsflüssigkeit drauf ist. Wir werden das Ganze nun einmal wieder in die Heißpresse legen, bevor wir drucken einmal. Wieder die Silikonmatte zum Schutz oben drüber geben und dann einmal wieder bei 170 Grad und 60 Sekunden das Ganze behandeln, erhitzen. So, hier müssen wir wieder einmal den Timer aktivieren, dass die 60 Sekunden runtergezählt werden und wir dann entsprechend unseren Piepton nach dieser Minute hören, um es dann aus dem Gerät rausnehmen zu können. Wir öffnen dann die Heißpresse, können unser Textil vorsichtig entnehmen und spannen es dann auf diese Textilplatte. Und müssen dann das gleiche wie eben bei unserem weißen Textil die Höhe entsprechend einstellen, nachdem wir es glatt gestrichen haben und diesen Rahmen zur Fixierung draufgesetzt haben. Hier ist es wieder so, dass wir auf diesen einen Knopf drücken, um diesen Tisch reinzuschieben, reinfahren zu lassen. Und dann sagt uns das Gerät, ob wir in der Höhe noch was verstellen müssen.
So, wir haben alles richtig eingestellt und in der Höhe justiert. Wir kontrollieren nochmal, auf welcher Höhe wir sind. Gegebenenfalls kann man vielleicht noch eine Stufe weiter nach oben, damit wir entsprechend möglichst dicht an den Druckköpfen dran sind. Also hier gilt, so dicht wie möglich ranzukommen, damit das Druckergebnis auf unserem Textil möglichst perfekt wird. Wir sehen hier einmal noch, dass wir nachmessen mit dem Zollstock, wo wir in der Software ungefähr unser Objekt, also unsere Bilddatei positionieren können, damit es auch den gewünschten Ort auf dem Textil trifft, wenn wir das hier einstellen. Für das dunkle Textil wechseln wir als erstes in den Reiter Black. Wir holen uns wieder unsere Datei per Drag and Drop und ziehen sie in die Warteschlange. Nachdem die Datei geladen ist, können wir sie wieder positionieren und in der Größe einstellen. Soweit, wie wir das auch bei dem hellen Textil gemacht haben. Damit unser Motiv auf dem dunklen Stoff auch gut zu sehen ist, müssen wir noch einige Farbanpassungen vornehmen. Dies machen wir unten auf dem Button Farbanpassung. Wir wählen in dem Dropdown-Menü Underbase und stellen die Über- bzw. Unterfüllung auf den Punkt 10. Die Stärke stellen wir auf 100%. Nun können wir auch schon wieder in den Color Layer zurückgehen und die Farbanpassung mit OK beenden. Auch hier gehen wir jetzt wieder auf Druckjob und die Datei wird an den Drucker gesendet und wird gleich gedruckt. Wir können nun, wenn wir unsere Bilddatei an das Gerät geschickt haben, wieder auf den grünen Knopf drücken und dann wird es direkt auf unser Textil aufgedruckt. Bei schwarzen Stoffen wird als erstes eine weiße Schicht als Basis gedruckt, damit die Farbe auf dem dunklen Textil zur Geltung kommt. So, ihr seht hier das Ergebnis. Wir können einmal den Rahmen wieder abnehmen, unser T-Shirt rausnehmen und müssen das Ganze dann noch einmal wieder in der Heißpresse fixieren, wieder für 60 Sekunden bei 170 Grad. Und nicht vergessen, die Silikonmatte reinzulegen, dass es wirklich nicht an der Heißpresse haftet. Ja, das ist dann unser Ergebnis. Ihr seht, dass auch auf schwarzem Textil ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden kann mit Hilfe dieser Vorbehandlungsflüssigkeit. Und hier seht ihr nochmal den Vergleich mit beiden heute bedruckten Textilien. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet heute einen Einblick bekommen, wie unser neuer Textildrucker funktioniert. Wir hoffen, dass ihr Lust habt, mal vorbeizuschauen und den Drucker selber auszuprobieren. Hier seht ihr noch einmal unser Ergebnis, was wir heute im Workshop mit euch gemeinsam produziert haben. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da oder schaut auch mal bei uns am Instagram-Kanal vorbei. Und dann freuen wir uns auf euren nächsten Besuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!